Und hallo und kommt zurück zu No Man's Sky in der Expedition 13. 13 sozusagen. Die Treibenden. Oder Adrift heißt es hier, glaube ich, im Englischen. Und, ja. Ich sehe mal gerade noch schnell, was ich kann. Und suche O2. Da ist O2. Kann man das markieren? Nein. Sieht man da mal gerade drüber? Da ist ein Nest, das ist schon mal nicht gut, da will ich nicht hin. Ich versuche mich von Nestern fernzuhalten, weil diese Würmer sind nicht ganz so nice, beziehungsweise die Nester. Wir brauchen 30 Sauerstoff. Ploppt hier bei mir mal auf, wir nehmen es mit. Hier noch zwei Pflanzen, auch nicht schlecht. Diese drei Pflanzen sind hier. Das nehme ich doch gerne mit. Immer her damit. So, wo ist denn mein schickes, schniekes Raumschiff? Da hinten ist gerade ein Meteorit runtergekommen. Kann ich dich markieren? Was haben wir hier? Da ist ein flüsterndes Ei. Markieren wir dich mal. Das nehmen wir noch mit. Da ist es. Da ist es. Aber das muss ich gerade in Ruhe lassen. Kann ich das mitnehmen? Ne, brauche ich fortgeschrittenen Minilaser. Das ist noch ein Ei. Beziehungsweise ein Nest. Ei ist es ja nicht. Moment, da ist noch mehr Sauerstoff. Wenn der schon da ist, dann nehme ich den auch mit direkt. Weißt du, hier ist jetzt ohne Ende. Jetzt, wo ich keinen mehr suche eigentlich. Aber wir nehmen ihn mit, weil so viel haben wir hier nicht als Alternative. Und ein bisschen mitnehmen, was wir kriegen können. Ich muss das letzte Gelpack gleich noch nehmen, wa? Ich weiß gar nicht mehr, woraus konnte ich denn mein Gelpack bauen? Hab ich ja vergessen. Das baut man ja... Ist ja gut. Das baut man mal am Anfang. Das hermetische Siegel können wir bauen. Platte können wir bauen. Die Wasserstoffgelee brauche ich noch. Ich weiß noch nicht, wie viel. Ich baue erstmal einen. Treibstoff kann ich bauen. Gel brauche ich Kohlenstoff. Kohlenstoff haben wir hier nicht. Das sind ja alles Steine. Das sind alles Mineralien. Ich würde sagen, ich nehme mal so einen verfluchten Staub gleich mit. Oh. Schlepper, schlepper, schlepper. Wo hatte ich den verfluchten Staub? Ich habe doch verfluchten Staub hier irgendwo gesehen, vorhin in der Nähe. Da, den nehmen wir gerade mit. Wie viel haben wir denn noch? 20%. Ah, niedrig. 20% ist doch noch mega. Okay. Huch. Klein. Ein klein. So groß. Auch R. Ich bin doof. Nicht E, sondern R. Ich mag die Farbe. Im Dunkeln sieht es aus wie lila. Jetzt sieht es so aus wie Magenta oder so. Coole Farbe. Mit R und T war das. Ist immer noch ziemlich groß, ne? So, auf jeden Fall gleich meine Lebenserhaltung mal wieder nachbessern, sonst sehe ich hier bald auch was hier. Das wäre nicht so pralle. Verfluchter Staub. Ich bin der Meinung, ich habe den noch nicht gesehen. Der kommt mir neu vor. Kann aber auch sein, dass es nur meine Einbildung ist. Ich habe jetzt auch nicht reingeguckt, was es alles im Update gab hier mit dem Emmet-Expedition, was es alles in neuen Sachen gibt. Habe mich nicht spoilern lassen sozusagen. Also ich spiele das blind jetzt gerade hier, die Expedition. Teilweise kannst du so einen Blick erhaschen, so was gibt es an neuen Gegenständen, was kannst du finden, was wird geändert. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Mich würde es jetzt nicht wundern, dadurch, dass es ja Raumstationen gibt, jetzt modifizierte neue, dass es vielleicht auch endlich so, es gibt ja so verlassene Raumstationen, hatte ich mal gesehen damals, 1, 2.
in, ich weiß gar nicht mehr, ersten oder zweiten Staffel vom normalen No Man's Sky, vom normalen Survival sozusagen. Vielleicht ist das jetzt auch sowas. Echt laut, ey. Ganz schön viel hier. Oder der Wurm, der hat hier so sein Gebiet. Ich weiß es nicht genau. Ich sehe mal zu, dass ich jetzt so viel wie möglich mitkriege hier noch. Den Staub nehme ich noch mit, wie gesagt. Ich weiß noch nicht genau, wofür er gut ist. Ich nehme einfach erstmal mit, weil wenn es hier rumliegt, es scheint was Neues zu sein. Es scheint eine große Ader zu sein. Ich habe keinen Saft mehr. Nehme ich es halt einfach erstmal mit. Warum nicht? So. Und dann schauen wir mal, was wir noch alles machen müssen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier wegkommen. Das ist erstmal so. Erstmal überleben und gucken, dass wir hier wegkommen. Das sind so die ersten Dinge. In No Man's Sky. Die Expeditionen sind immer eine schöne Abwechslung, muss ich zugeben. Bin auch froh, dass jetzt wieder eine Expedition da ist, weil mit der normalen Serie bzw. der normalen Staffel Permadeath komme ich jetzt nicht mehr großartig weiter. Ich müsste normalerweise noch viel Zeug sammeln, dass ich noch mehr bauen kann und so. Dekorieren wollte ich eigentlich machen. Aber das wird so lange dauern und im Augenblick, ich schaff's zeitig einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe so viel um die Ohren arbeitmäßig, dass ich kaum Zeit habe. Bin froh, wenn ich noch was raushauen kann. Was mich ein bisschen ärgert, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr raushauen hier wieder. Dass ich wieder so ein bisschen so meinen Standard hier hinkriege. Hey! Das war jetzt aber knapp. Aber naja. Ich glaube, bei dem Staub war das vorher auch nicht, ne? Dass es so extrem staubt, wenn der hier lang geht. Schade, dass der keine Löcher in der Liste, aber ich glaube, das wäre ein bisschen krass. Dann wird die Welt nachher aussehen wie ein schwarzer Käse. So, ja, wir nehmen den Staub einfach erstmal mit und dann schauen wir weiter. Sehr cool, wenn die Markierungen für die Adern verschwinden würden oder man die nicht mehr sehen würde auf der Karte, wenn du das abgebaut hast komplett. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt geht oder ob es immer noch angezeigt wird. Ich hätte gesagt, wenn ein bestimmter Prozentsatz unterschritten ist, dass es nicht mehr angezeigt wird, einfach. Und dann ist gut, wenn das denn geht. Das weiß ich ja nicht genau. Weil manchmal hast du dann nur allerdings hier, kannst du abbauen? Ja, nee, ist schon abgebaut, weil hat einer abgebaut. Dann stehst du da. Zwei Monate Zeit, wobei ich sage jetzt zwei Monate Zeit, haha, und dann plötzlich stehe ich da und keine Zeit mehr. Und dann muss ich das wieder alles in einem Abend durchprügeln irgendwie oder versuchen. Was mich dann wieder total fertig macht. Das habe ich schon öfters gehabt zwischendurch. Da denke ich mir, hast du Zeit, hast du Zeit, nimmst ein bisschen auf, passt schon, hast noch Zeit und dann, keine Zeit mehr, hast du noch zwei Tage, einen Tag. So, wenn es am Wochenende ist, gut, dann muss ich gucken, dann muss ich in der Nachtschicht einnehmen. Was aber nicht so cool wäre eigentlich. Aber ich will's halt zu Ende kriegen halt, weil, halt wegen der Belohnung halt, ne? Du kriegst in der Expedition immer Belohnung. Und die würde ich halt schon gerne mitnehmen. Da habe ich auch meinen Flitzer her, den ich mir auch dann gleich wiederholen werde, wenn ich denn zur Anomalie komme. Das wird aber noch einen Moment dauern. Bei einer Anomalie kann ich mir dann meinen Flitzer holen. Ich mag meinen Flitzer. Ist echt ein nice Raumschiff da. Den kann man sich halt holen, wenn man dann wieder in der Anomalie ist. Jedes Mal in einem neuen Save. Das ist ganz gut, beziehungsweise in einem neuen Spiel. Okay. So, wir haben den Staub mitgenommen. Ich habe noch keine Ahnung, wofür der gut ist. Siehst du? Die Markierung ist noch da. Kann ich die eigentlich wegnehmen? Nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich eine Markierung gesetzt. Jetzt habe ich wieder eine Markierung gesetzt. Kann ich nicht. Ist weg. Kann ich nicht entdingsen. Das ist egal. Wahrscheinlich werde ich mal Raumschiff hier markieren. Wenn du hoch. So hoch. Ich brauche zwei Platten. Oh. Echt jetzt? Kann ich noch eine bauen? Gerade so. Gerade so. Jetzt bin ich eingestiegen. Wollte ich gar nicht. Erstmal unseren fortgeschrittenen Minenlaser eingebaut. Das müssen wir alles reparieren. Das mache ich jetzt aber gerade nicht.
Das kommt, wenn die Ressourcen da sind. Erstmal gucken, dass wir hier wegkommen. Jetzt habe ich semitische Siegel verbraten. Echt? Deuterium? Moment. Ja, ich weiß, dass wir die bauen müssen. Aus der Asche. Was ich übrigens auch gelernt habe. Ich bin erstmal durchs Dings gepackt. Erstmal eine Lebenserhaltung aufladen, weil wird ein bisschen knapp. Raffinerie bauen, wenn ich kann. Ich kann Kommunikator bauen. Keine Raffinerie? Willst du mich veräppeln? Dein Ernst? Wie kriege ich Deuterium jetzt hier raus, wenn ich keine Raffinerie bauen kann? Da, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Den kann ich nicht einbauen, weil ich muss erst das Ding reparieren. Oh, da muss ich das umstrukturieren. Kann ich hier irgendwas reparieren? Kobalt, Natrium. Ja, nee, kann ich nicht. Müssen wir ein bisschen umdekorieren. Oh Mist. Damit ich die Boni sozusagen hier rankriege, dann kann ich euch dahin packen, das geht. Dann habt ihr die Boni und ihr habt keine Boni, weil. Keine Ahnung. Jetzt habe ich eine Boni, okay. Warum geht das nicht? Warum kriegt der keine Boni? Sehr merkwürdig. Ist auch egal. So, habe ich hier noch irgendwas Tolles gekriegt? Ich glaube nicht. Das ist der Staub hier. Fragezeichen. Verfluchter Staub. Das ist neu. Boah, guck mal, wie wer der ist. Verfluchter Staub sammelt sich in Terrainablagerungen auf dem Titanwurm-Aktivität befallenen Planeten. 959 Units sind 1,2 Millionen Units. Das ist definitiv neu. Ich glaube, das ist die neue Dingens, wenn man ganz schnell Geld brauchst. Da muss ich zwei oder drei Adern abbauen, dann hätte ich schon ein bisschen was. Nicht schlecht. Okay, wir gehen mal gerade hier hin. Ah, eine Raffinerie MK2. Okay, verdichteter Kohlenstoff brauchen wir noch. Okay. Das heißt, ich muss verdichteten Kohlenstoff finden. Metallplatten Sauerstoff haben wir, das ist gut. Deswegen ist es wichtig, die Errungenschaften mitzunehmen, die Belohnungen. Das habe ich nämlich an den ersten Expeditionen immer nicht gemacht und habe das immer so erfarmt und dann stehst du da so und hast du nicht gesehen und ja. Und so, bauen wir da ein. Das war dann immer ein bisschen doof. Wir setzen den mal hier hin. Sauerstoff habe ich schon. Metallplatten kann ich hoffentlich noch herstellen. Habe ich, glaube ich, noch Platz für zwei, ne? Nein, nicht mit E. Mit A. A und D. Ich komme mal durcheinander. D. Ne, zwei Platten. Können wir einbauen. Jetzt brauchen wir noch für dich den Kohlenstoff 130. Ja, ich weiß. Da ist eine Lebensform. Nein, mach da kein E hin. Ich kann es nicht sehen. Ist da hinten am Berg wahrscheinlich. Oh, wir haben goldenen Laser jetzt. Nice. Das heißt, wir haben ordentlich Power. Ordentlich Dampf in der Kiste. Das gefällt mir ganz gut. Wir brauchen die Wasserstoff. Nee, die Wasserstoff nicht. Kohlenstoff. Wo habe ich denn Kohlenstoff gefunden? Das heißt, diese Planeten haben jetzt auch einen gewissen Vorteil, wo man Zeug herkriegen kann. Ich mag ja diese Würmer eigentlich nicht, beziehungsweise diese Nester hier. Wobei wir haben jetzt fortgeschrittenen Laser O2. Ich finde das ein bisschen doof, dass es doppelt gemoppelt ist. Da wollen wir hin. 230 Kohlenstoff. Das war das, was ich nicht abbauen konnte, ne? Weiß es schon. Reicht aber nicht. Viel Kohlenstoff habe ich? 76, reicht nicht. Reicht nicht. 10. C+. Nicht C++, sondern C+. Ein Einsamer hier. Natriumnitrat nehmen wir gerne mit. Oder Nitrit. Nehmen wir gerne mit. Das brauchen wir alles. C. Mist.
Ich glaube, wir haben genug zusammen. Kann ich installieren? Kann ich installieren. Bam. Raffinerie. Nice. Okay, dann kommen wir der Sache schon näher. Raffinerie MK2 ist ziemlich nice, weil du kannst damit halt zwei Dinge gleichzeitig raffinieren. Wir gehen jetzt zur MK1. Die finde ich auch ziemlich nice. Ich habe das Gefühl, die ist auch ein bisschen schneller. Und mir gefällt das auch ziemlich, dass ich hier einen goldenen Laser habe. Die 13 ist ziemlich einfach gehalten, habe ich das Gefühl. Was ich ganz angenehm finde. Das Chillen ist es eigentlich genau das Richtige. Ja, ja, Kollege. Was haben wir da? Kupferansammlung. Kann ich die scannen? Nein, kann ich nicht. Bist zu weit weg. Repariere Startdrüsen. Komponenten. Magnetisphäre Deuterium können wir jetzt herstellen. Wie viel Deuterium? 45. Hermetisches Siegel, Metallplatte. Metallplatte, hermetisches Siegel, Deuterium. 45. Also müssen wir erstmal aufladen. Wir brauchen da was anderes. Ich bin doof. Um Deuterium herzustellen, brauchen wir noch Tritium. Eigentlich. Müssen wir gerade nachgucken. Boah, die kann ich da noch irgendwas anderes machen? Was haben wir hier? Lebenserhaltungs-Upgrade. Bewegungssystem-Upgrade. Oh, nice. Lebenserhaltungsgel. Sehr gut. Dann überleben wir ja ein bisschen länger. Tritium war das. Ich habe gerade ganz vergessen, dass wir ja zwei Komponenten brauchen. Das ist natürlich jetzt... Wie komme ich denn an Tritium? Tritium ist eigentlich im Weltall. Was ist euch denn da für ein Boost drauf? So, machen wir das so und kriegen wir da ein bisschen Boost rein. Nicht wahr? Jetpack Tanks. Sprinterholungszeit 38%. Anfängliche Schubkraft 27%. Sprintdistanz. Erholung. Machen wir so. Gehen wir noch ein bisschen Boni rein. Okay, das können wir noch verarbeiten. Raumschiff. Deuterium. Ja, Deuterium. Wir brauchen eigentlich Tritium, ne? Wie konnte ich Tritium nochmal herstellen? Das muss ich gerade überlegen. Konnte ich Tritium irgendwie herstellen? Das konnte ich wieder verarbeiten. Da kann ich nichts draus machen, okay. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was wir noch brauchen. Verfluchter Staub habe ich da noch markiert. Da ist noch mehr verfluchter Staub. Wie ging das Rezept denn nochmal für Deuterium? Gab es da mehrere? Ich weiß, die Wasserstoff und... Ne, der bringt uns nicht weiter. Sauerstoff war das nicht, ne? Oh, da gibt es Salz raus, okay. Ich habe da noch nicht mit rum experimentiert, was man so alles machen kann. Das hilft jetzt halt nicht weiter. Natriumnitrat, nein. Habe ich nichts dabei, um das herzustellen? Eisen hatten wir schon. Nee, okay. Die Wasserstoff kann ich verarbeiten zwar dafür, aber ich will ja kein Gelee haben. Ich will ja Dingens haben. Ich guck mal gerade in meinem Auftrag. Protokoll, hier. Zum ersten Mal im Weltraum fliegen. Ja, das ist schön und gut. 3 von 8 Meilensteinen abgeschlossen. Ja, ja. Schön und gut. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich brauche auf jeden Fall noch was, damit ich das herstellen kann. Ich habe vergessen. Ich meine... Ja, ist ja gut. Tritium. Ich könnte dich natürlich mitnehmen, aber das Problem, sobald ich bloß das Ei aufhebe, ist hier Not am Mann. Oh, flacker, flacker. Ich habe eine Grafikkarte ab der Insel, ne?
Also Kohlenstoff. Nice. Ich brauche eigentlich noch was anderes, meine ich. Was brauchte ich denn noch, um Last herzustellen? Das würde ich mir gerne angucken, da hinten. Weil dieses Riesenteil kenne ich noch nicht. Noch ein Kristall, nice. Wir schauen mal. Das kriegen wir hin. Ich muss da nochmal gucken. Irgendwas muss ich da kombinieren. Ich habe vergessen. Tritium weiß ich, aber Tritium habe ich jetzt gerade nicht parat hier. Außer hier fliegt irgendwo was rum. Sehr lustig, wenn hier diese Meteoriten einschlagen und noch sind hier plötzlich so Krater drin. Aber ich sehe jetzt gerade nichts hier. Ich muss mal gucken. Dotierung kriegen wir hin. Das machen wir doch. Aber dann, wie gesagt, in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.